Eine Gabel. Ein Dartpfeil. Ein Sporn. Ein Sporn für einen Stiefel. Stiefelsporn. Ein Stiefelriemen, Stiefelriemen. Abzeichen, Auge mal 3. Ih, hier liegen Augen rum. Da ist der Sporn. Ein Stiefelriemen, Stiefelriemen. Oh, die Musik macht mich völlig fusselig. Ein Abzeichen. Was denn für ein Abzeichen? Das da? Nein. Ein Abzeichen kann ja auch irgendwie alles sein, ne? Ein Uhrzeiger, den hatte ich eben schon gesehen. Da. Ein Reiter. Tabletten. Tabletten, Tabletten, Tabletten. Ich sollte aufhören zu singen. Es wird im Zweifelsfall nur peinlich. Ja. Puh, schwierig. Molekül. Ein Kreuz. Noch ein Molekül? Das war gar kein Molekül. Was war das denn? Das war doch ein Molekül. Oder brauchte ich zwei Moleküle? Brauche ich etwa zwei Moleküle? Ah, ich sehe hier noch eins da. Als Kette. Oh, es gibt so total coole Ketten mit so Molekülen und so dran. Die finde ich immer voll schön. Es gibt auch welche mit dieser Fibonacci-Spirale. Die sind auch total toll. Ein Regenschirm. Ein Regenschirm. Noch ein Regenschirm. Schirm, Schirm, Schirm. Und ein Abzeichen. Oh, ich möchte bitte aus dieser Musik hier raus. Es ist ein toller Regenschirm. Die habe ich auch mal dabei bei Regen. Hält auch brutalst trocken. Ein Abzeichen. Und dann kann ich hier weg. Was ist denn ein Abzeichen? Ja. Ein Abzeichen. Boah, diese Musik. Musik. Das ist ja grauenvoll. Ich brauche ein Abzeichen und ich finde nichts. Oh, ich will hier weg. Hups. Ach, eine Identitätskarte. Da bin ich doch leider auf die Lösentaste gekommen. Das ist ja ärgerlich. Das Glasauge steckt fest. Ich brauche etwas Dünnes. Gabel? Ich kann diesen Gegenstand hier nicht verwenden. Warum nicht? Oh, ich muss hier raus. Das macht einen ja ganz wahnsinnig. Danke. Gut, eine Gabel. Können wir jetzt mit der Gabel... Nein. Vielleicht können wir mit der Gabel dem Löwen in die Nase pieken. Und dann macht er das Maul auf und lässt den... Nein. 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 Okay. Versuchen kann man es ja mal, aber wir werden jetzt mal... Das arme Kätzchen einsammeln. Hier, Kitty, Kitty. Ja, so sind Katzen. Jetzt tragen wir hier eine Katze im Korb durch die Gegend. Ja, weil wegen... Pff, warum auch nicht? Könnte man hier noch irgendwas machen eigentlich? Nee. Da fehlte eine Kugel. Da müssen wir bestimmt das Glasauge nehmen. Die Heizung lösen. Das geht aber wahrscheinlich mit... Nein. Nein, 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 nein. Das geht natürlich nicht. Wir könnten jetzt die Katze in der Apotheke absetzen. Das ist die falsche Tür. Ja. Danke. Katze, Apotheke, Milch.
Ein Schlüssel! Danke, liebe Katze. Danke, liebe Inkas. Gut. Dann haben wir einen zweiten Schlüssel für die Tür. Oder? Was kriegen wir jetzt? Ah, den Siegelring! Da können wir... Warum auch immer jetzt da der Siegelring drin war, mit dem man da vorne im Auto was öffnen kann. Aber wir fragen nicht nach Logik, wir machen einfach. So, was haben wir hier? Eine Zwille. Und eine Flasche mit... Eine leere Flasche. Aha. Können wir mit der Gabel den Draht da vielleicht? Nein. Okay. Ich bin gerade etwas überfragt, ob der ganzen Gegenstände, die wir jetzt hier haben, mit denen wir irgendwie nicht so wirklich viel anfangen können. Oder ich habe schon wieder vergessen, was man damit anfangen kann. Hier brauchte man eine Karte. Ja, nee, ist klar. Ist schon richtig. Was ist das hier? Um die Abdeckung zu öffnen, sollte ich etwas in die vier Löcher stecken. Ein Startknopf. Okay. Das muss Panzerglas sein. Ich sollte es zerschneiden. Natürlich muss das Panzerglas sein. Was sollte es sonst sein? Ich brauche etwas, um das Schloss zu durchbohren. Ohne Schutzhandschuhe gibt es heute Spezialagent gut durch. Okay, versuchen kann man es ja mal. Ein Boot. Kann ich den Engel, mir den Engel irgendwie angeln? Ist schon wieder jemand, der hinter mir rein möchte. Ich höre das wohl. So, mit dem Engel mussten wir jetzt... ich glaube, in die Apotheke. Ja. So, Info. Bewege Engelchen und Teufelchen mit Hilfe der Pfeilschaltflächen links und rechts zu ihren Ausgängen. Oh Gott, sowas. Gut, jetzt muss nur noch der Engel. Wie kriegen wir denn das hin? Ja. Nächste Frage. Oh. Ach so, das ist ja einfach. Kreuzbube. Ah. Kaffee. Ich fasse es nicht. Kaffee. Ach, und eine Zwille haben wir ja auch noch. Können wir denn jetzt mit der Zwille die Lampe zerschießen? Flop. Ein Ball. Da weiß ich, wo der hin muss. Flipperautomat. Start. Info. Bewege die Kugel durch das Labyrinth bis zum Ausgang. Okay, und wie bewegen sich die? Okay.
Oh Gott. Das ist ja was für mich hier. Ja, aber dann komme ich doch da gar nicht durch. Hä? Wie soll denn das jetzt funktionieren, bitte? Ja, und so, und so, und so, und so, und so, und so. Nein, nein. Oh, Hilfe! Das ist ja total bescheuert. So, jetzt. Meine Güte. Wunderbar. Ein Schraubenzieher. Ja, okay. Brauchen wir denn hier noch zufällig den? Ja. Es fehlt immer noch ein Knopf. Na gut. So, Kaffee, Wasser. Kaffee haben wir schon mal. Jetzt fehlt nur noch Wasser. Okay. Okay, okay, gut. Jetzt haben wir hier noch einen Schraubenzieher. Was konnte man denn mit dem Schraubenzieher machen? Der braucht noch ein Leckerli. Kann man damit vielleicht den Schlauch? Nein. Das wäre ja auch zu einfach. War hier noch irgendwas eigentlich? Ach, das Feuer sollte man ja auch noch löschen. Oh, und dem Pirat fehlte noch die Hand. Tja. Puh, schwierig. Hier war noch... Ist da etwas unterm Eis? Puh. Kann man ja irgendwie gar nichts Vernünftiges machen. Kann man denn jetzt mit dem... Nö. Nö, geht alles nicht. Maus. Feuer. Flockung. Immer die Rose da? Nein. Nein. Okay, okay. Versuch war es wert. In die Nase. Nein, okay. Da war die Karte, die wir brauchten. Hier war sonst nichts. Da ging es nicht weiter. Geht's wahrscheinlich nachher doch. Kann man vielleicht damit den... Die Schraube rührt sich nicht. Sie muss geschmiert. Muss ich auch noch Öl finden. Das Schloss zu durchbohren. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal eine Aufnahmepause, weil ich müde bin und durstig und überhaupt und gerade etwas präge im Kopf. Und dann gucken wir einfach beim nächsten Mal weiter, wie das weitergeht und ob wir weiter finden und ne? Und so. Bis dahin. Ciao.